Herzlich willkommen zu diesem Video. Dein Facebook-Konto wurde gesperrt. Dann solltest du hier auf jeden Fall aufpassen. Wir werden heute darüber sprechen, was du tun musst, damit das nicht passiert. Was du tun kannst, wenn es passiert ist. Bleib auf jeden Fall dran. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Sahat Shamo an meine Seite geholt. Und wir sprechen heute über ein ernstes Thema, was ja tagtäglich unsere Kunden leider Gottes manchmal begleitet, aber wo man auf jeden Fall was gegen tun kann. Und das sind gesperrte Facebook-Konten. Es kann durchaus passieren, dass Facebook, Meta, die Werbeplattform, irgendein Werbekonto nimmt und das für Werbung sperrt. Das bedeutet, dein Konto wird mehr oder weniger eingefroren, du kannst kein Geld mehr ausgeben, musst dann sozusagen in die Klärung gehen und kannst halt für diese Zeit keine Werbung machen. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn du sagst, okay, wie ich mache jetzt hier einen Großteil meines Umsatzes über Facebook-Werbung und das Konto ist auf einmal 2 Wochen dicht und du weißt nicht, was du machen sollst, dann geht der Umsatz letzten Endes verloren. Und ich möchte jetzt im ersten Schritt einmal darüber sprechen, was du überhaupt konkret tun kannst, um so einer Sperrung quasi vorzubeugen, also was du präventiv da einfach auch machen kannst. Und der Kollege würde gleich nochmal darauf eingehen, ja, was du tun kannst, wenn es schon quasi passiert ist. Also, die erste Sache, die ich dir mitgeben möchte, ist, dass Facebook ganz, 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 ganz viel Wert auf Authentizität legt. Das bedeutet, Facebook hat weltweit ein großes Problem oder ich will nicht sagen großes Problem, hat auf jeden Fall ein Problem mit Betrügern, mit Werbetreibenden, die dort einfach nicht hingehören, weil die für falsche Produkte Werbung machen, weil es diese Menschen gar nicht wirklich gibt. Und für dich bedeutet das also, wenn du ernsthaft Werbung machen möchtest, du brauchst ein Profil, was authentisch ist. Das sollten Freunde mit dabei sein, die mit diesem Profil connected sind. Es sollte ein Profilbild geben, es sollte in irgendeiner Form organische Beiträge geben. Also das Profil, was mit deinem Werbekonto verknüpft ist, muss einfach auf allen möglichen erdenklichen Ebenen darauf ausgerichtet sein, dass es sich da um einen echten Menschen handelt. Anderes Beispiel, was wir so auch schon gesehen haben, was natürlich wenig Sinn ergibt, ist, Facebook-Profil wird eröffnet, 2 Tage später wird ein Werbekonto eröffnet, wird Werbung gemacht. Das kann auch gesperrt werden, weil es einfach untypisches Verhalten ist, dass jemand sich bei der Plattform Facebook als privater Nutzer anmeldet, um 2 Tage später Werbung zu machen. Das ist aus Sicht von Facebook einfach sehr, sehr untypisch. Das heißt, mein Tipp, Punkt Nummer 1, achte schon mal drauf, dass dein Profil, mit dem du das Werbekonto erstellst, möglichst authentisch ist und vor allem das Profil selber, also Profil und Werbekonto sind ja 2 unterschiedliche Dinge. Das Profil selber sollte natürlich im besten Fall auch nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen. Also ich setze das jetzt einfach mal voraus, aber natürlich, wenn du jetzt mit deinem Facebook-Profil irgendwelche Sachen gepostet hast oder ja einfach Inhalte gepostet hast, die auf dieser Plattform nichts verloren haben, dann wirst du es auch sehr, sehr schwer haben, dahinter ein Werbekonto zu erstellen. Da wird Facebook wahrscheinlich auf das Profil gucken und sagen, Mensch, weiß ich jetzt nicht, ob wir so einer Person da eben das Werbeschalten ermöglichen sollten. Also wie gesagt, Punkt Nummer 1, Authentizität ist ja erstmal der Schlüssel zum Erfolg an der Stelle. Punkt Nummer 2, ich übersetze es einfach mal mit Facebook, hat eine vergleichsweise kurze Zündschnur, wenn es um das Thema Kontosperrungen geht. Vor allem, wenn wir in Richtung Zahlung gucken. Also wenn du ein Werbekonto erstellt hast, das hat alles funktioniert und du erstellst irgendeine Zahlungsmethode, konzentriere dich wirklich darauf, dass das, was du dort hinterlegt hast, reibungslos funktioniert. Wenn es einmal passiert, dass Facebook 10 Cent nicht abbuchen kann, dann ist eigentlich die Chance bei 100%, dass das Werbekonto gesperrt wird. Wenn irgendeine Zahlung nicht durchgeht, hast du da schon mal ein Problem. Und dann bringt es auch relativ wenig zu sagen, es waren nur 10 Cent und ich habe das PayPal-Konto gerade aufgeladen. Das ist dann egal. Also Facebook hat da ziemlich wenig Toleranz. Ist ja auch, wie gesagt, verständlich, weil da wird einfach auch viel versucht zu betrügen letzten Endes. Aber achte wirklich darauf, dass wenn du startest und du hast vielleicht die Entscheidung, ja, ich könnte heute irgendwie mit 90% starten oder morgen mit 100%, dann musst du dir da wirklich die 100% Sicherheit holen, dass alles funktioniert, bevor du das erste Mal Werbung machen möchtest. So, der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist natürlich der Inhalt, den du letzten Endes auf deine Werbeanzeige platzierst. Hier gibt es bei Facebook für Werbetreibende, also quasi im Werbepartnerportal, einen relativ großen Richtlinienkatalog, wo ich jetzt nicht sagen muss, dass du ihn einmal komplett durchstudierst, aber verschaff dir da auf jeden Fall mal einen Überblick, was Facebook so für Kriterien an die eigene Werbung stellt. Ja, da gibt es relativ spannende Sachen, zum Beispiel im Fall der Diskriminierung. Wenn du jetzt neues Personal suchst, dann würde ich zum Beispiel nicht in die Werbung reinschreiben, dass du junge neue Mitarbeiter suchst, sondern ich würde nur von neuen Mitarbeitern sprechen. Und da lohnt es sich wirklich einmal vorher einfach in den Katalog reinzuschauen. Da gibt es von mir aus 20, 30 Kategorien von einfach Schlagwörtern, die man nicht in seinen Werbeanzeigen verwenden sollte. Auch mit Sicherheit Dinge, die du, ja, wo du vorher dachtest, es wäre in Ordnung, die da reinzuschreiben. Und da, wie gesagt, einfach mal gerne in diesen Richtlinienkatalog reinschauen. Kannst du dir ja auf jeden Fall bei Google anschauen, wirst du da definitiv finden. Und da macht es dann wirklich Sinn, auch hier, wenn du vor dieser Einzelfallentscheidung stehst, bin ich mir jetzt sicher, das reinzuschreiben oder nicht. Also wann immer du dir da unsicher bist, würde ich es ehrlich gesagt weglassen. Ja, weil wenn du danach wirklich Probleme hast, würde der Kollege gleich noch was dazu sagen, kann es aber wirklich Wochen dauern, bis du dein Werbekonto wieder frei bekommst.
Und das ist dann wirklich Zeit, die einfach drauf geht. Das kannst du alles tun, um ja, eine Sperrung deines Kontos zu verhindern. Jetzt kann es trotzdem passieren, dass sowas passiert. Ich würde dir sowieso empfehlen, wenn du es ganz vermeiden willst, dann such dir einfach einen Werbepartner wie die A&M, die das handeln kann, die ganz, ganz viele Fälle jeden Tag sieht und ja, einfach Werbeanzeigen so erstellen kann, dass das nicht passiert. Wenn dir das trotzdem passiert ist oder vor kurzem passiert ist, wenn es gerade noch so ist, dann hat der Kollege jetzt noch ein paar Tipps, um das Ganze letzten Endes wieder zu beheben. Ja, erstmal muss ich nochmal einen vierten Punkt tatsächlich, der ist mir gerade eingefallen. Und zwar vorbeugend natürlich nicht gehackt werden. Mal was ganz Simples, was wir immer wieder hören, ist natürlich, dass viele Partner einen Hacking-Angriff bekommen auf ihre Facebook-Profile und so weiter. Da natürlich der Tipp, egal welche Mail du bekommst oder Nachricht oder sonst wer, der sich als Facebook, Meta oder Google ausgibt, klick da auf keinen Fall direkt drauf. Also erstmal gucken, handelt es sich um einen seriösen Absender, sprich ist das eine offizielle Seite von Facebook, die kann man auch online direkt sehen, offizielle Mails von Facebook sozusagen. Da bist du schon mal auf der sicheren Seite, weil das machen gefühlt die meisten falsch. Und Zwei-Faktor-Prüfung. Was heißt Zwei-Faktor-Prüfung? Du musst ja, was der Nico gesagt hat, am Ende, wie kannst du nachweisen, dass es sich um diese Person handelt, die sich da angibt? Um natürlich, dass du es bist. Ja, das Handynummer hinterlegen, dein Profil Zwei-Faktor sichern, die E-Mail, mit der du dich einloggst, Zwei-Faktor sichern. Eigentlich überall, wo diese Möglichkeit besteht, natürlich auch bei der Kreditkarte etc., dass maximale Sicherheit gegeben ist. Wenn es dazu kommt, aber trotzdem, dass du am Ende eine Sperrung hast, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber erstmal müssen wir das Ganze aus allen Perspektiven sehen. Bei Facebook gibt es insgesamt drei Ebenen der Sperrung. Es gibt die schlimmste, würde ich jetzt mal sagen, wenn dein Profil einfach gesperrt ist. Das heißt, wenn du als Person gesperrt bist für Werbezwecke. Und dagegen kann man tatsächlich, muss man sagen, sehr, sehr wenig machen. Es gibt einzelne Fälle, da bekommst du ein Profil wieder offen. Aber wenn du als Person gesperrt wurdest, kann das teilweise endgültig sein. Und Facebook nimmt sich diese Rechte dafür. Da gibt es natürlich noch Plan B. Das ist natürlich ein Betriebsgeheimnis. Das würde ich dir sagen, wenn du Partner von uns bist. Aber da vorsichtig sein. Die zweite Ebene ist, wenn dein Unternehmen gesperrt ist. Sprich, wenn du einen Business Manager hast, der gesperrt ist für Werbezwecke oder wo du einfach nicht mehr reinkommst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Idealerweise gehst du natürlich erstmal über den Facebook Support. Plan B ist, das ist leider auch so, dass du dann dein Unternehmen vielleicht aufgeben musst, ein neues Unternehmen anzulegen. Dafür lernt man bei, also das kriegt man bei uns natürlich auch mitgegeben, wie es möglich ist, dein zweites Unternehmen anzulegen, aber damit umkreist du das ein bisschen. Die dritte Ebene ist nicht so schlimm, das ist, wenn nur ein Werbekonto gesperrt ist. Sprich, du hast Probleme auf Werbekontoebene, dann sperren die das aus Grund Y. Das kann auch einfach eine fehlgeschlagene Zahlung sein. Kann aber auch sein, dass du was verkehrt gemacht hast. Hier ist es natürlich mit das Wichtigste, dass du nachweisen kannst, dass dieses Werbekonto dir gehört. Da kommen wir wieder zu dem Thema. Also ihr merkt, dass das die Vorbereitung, um Werbung zu schalten, eigentlich viel wichtiger ist, als was man danach machen kann, um Werbung zu schalten. Also das, um wieder das Werbekonto zu entsperren. Also achtet wirklich auf die Punkte, die Nico gesagt hat. Die sind sehr, sehr wichtig, um im Nachhinein zu beweisen, dass ihr es seid. Und habt keine Sorge dafür, wenn Facebook euren Personalausweis anfordert. Das ist eine gängige Methode. Das heißt, die wollen Daten von euch. Das kann auch passieren, dass sie sagen, hey, ich hätte gern die letzten Ziffern deiner Kreditkarte oder die ersten. Und hier, ganz wichtiger Tipp, niemals würde Facebook, Instagram, Google eine ganze Kreditkarte von euch anfordern. Wenn ihr das schon bekommt, dann sind wir wieder beim Thema Hacking, weil dann habt ihr andere Sorgen. Da wirklich drauf achten, Facebook und Meta würden niemals eine ganze, also deine ganzen Daten in Anspruch nehmen. Die sagen immer, ja, schick mal die ersten vier, die letzten vier, da eine Abrechnung von dir oder. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Und mit solchen Sachen, wenn der Perso richtig hinterlegt ist, weil du nichts zu befürchten hast, quasi dein Vorname ist richtig, Vorname, Nachname und Geburtsdatum, dann könnt ihr das hinschicken. Facebook behaltet das 30 Tage und löscht das danach automatisch wieder. Also die nehmen diese Daten wirklich nur, um zu überprüfen, seid ihr diese Person oder nicht. Und wenn ihr diese Person seid, dann kommt ihr über den Facebook Support meistens zu einer Lösung. Ja, ich würde sagen, also wenn du keine Lust hast auf diesen ganzen Stress, aber trotzdem
die Vorteile von Online-Marketing genießen möchtest, dann, wie gesagt, komm einfach zu A&M. Das ist ja zwangsläufig auch Teil von unserer Dienstleistung, solche Sachen zu verhindern und wenn es doch mal passiert, dann schnell wieder zu lösen. Du kannst dir sicherlich auch vorstellen, dass wir als Agentur dann einen wesentlich anderen Hebel haben als ja, der normale Werbetreibende. Das ist auf jeden Fall klar. Das heißt, unsere Kunden haben damit in der Regel keine Probleme. Und ansonsten danke ich dir schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder und dann bis dahin.